Hey Leute, willkommen zum ersten Video von All About Airlines, dem neuen Format hier bei mir auf dem YouTube-Kanal. Und da werden wir uns viele Airlines genauer anschauen und wir beginnen heute mit der laut Umfragen beliebtesten deutschen Airline, und zwar mit der Ferienfluggesellschaft Condor. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal mit den ersten Daten an. Das sind dann so Daten wie die Codes und die Gründung, und dann kommen wir auch schon relativ zügig zur Flotte und zu den Heimatflughäfen. Ja, Condor wurde 1955 bereits unter dem Namen Condor Flugdienst, so wie immer noch, gegründet. Das Rufzeichen ist bis heute Condor geblieben. Der IATA-Code ist DE und der ECAO-Code ist CFG. Ja, beide nimmt man eigentlich für die Flüge. Wenn man zum Beispiel im Bordcomputer etwas eingibt, wird dann allerdings DE genommen. Der Heimatflughafen der Condor ist genauso wie von der Lufthansa der Flughafen Frankfurt am Main. Allerdings ist ein weiteres wichtiges Drehkreuz natürlich dann halt eben logischerweise Frankfurt am Main, aber auch München. Düsseldorf mit Sicherheit auch, allerdings ist München dann doch noch ein wichtigeres Drehkreuz als halt eben andere, wie zum Beispiel Düsseldorf. Die Flotte der Condor besteht aus 11 Airbus A320-200, 7 Airbus A321-200, 13 Boeing 757-300 und 15 Boeing 767-300 ER, also Extra Range, also noch etwas weiter können die fliegen. Außerdem besitzt die Condor eine Boeing 737-800, die allerdings für SunExpress Deutschland betrieben wird. Die Condor hat eine Mitarbeiterzahl von ca. 3000 Mitarbeitern. Dazu ein Fluggastaufkommen, Stand 2012 6,7 Millionen. Und ein Vielfliegerprogramm, das Miles and More heißt. Allerdings hat die Condor keine Angaben zu ihren Finanzen gegeben. Da die Condor eine Ferienfluggesellschaft ist, fliegt sie sehr viele Ziele in Europa und Nordafrika an. Auf den Kurz- und Mittelstrecken werden die Flugzeugtypen Airbus A320, Airbus A321 und Boeing 757 eingesetzt. Die Condor bedient beispielsweise die Kanaren, Mallorca, Ziele um das Mittelmeer halt, Bulgarien, die Türkei und halt auch nordafrikanische Ziele und auch noch viele mehr. Die Langstrecken bedient Condor mit der Boeing 767-300ER, allerdings nur ab Frankfurt und München, und von dort aus geht es nach Asien, Afrika, Nord-Südamerika und in die Karibik. Das meist beliebteste Ziel ist Punta Cana mit 5 Flügen in der Woche. Ja Leute, das war's von unserem ersten All About Airlines hier von Condor. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch, wenn es weitere Videos jetzt in kürzerer Zeit davon geben soll, dann gebt einfach einen Daumen nach oben, wenn nicht, dann nicht. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.